Den Karabiner an die Wetnotes montieren. Wir zeigen euch, wie es geht. Hallo und herzlich willkommen bei Dive Support. Gerne zeigen wir euch heute, wie ihr den Karabiner an den Wetnotes montiert bekommt. Es gibt zwei unterschiedliche Bauformen von Wetnotes, die sich unter anderem darin unterscheiden, wie man den Karabiner montiert bekommt. Ist der Karabiner montiert, so könnt ihr sicher die Wetnotes in euren Beintaschen des Trockentauchanzuges oder auch in der Belt Pocket am Harness verstauen. Relativ einfach geht die Montage des Karabiners an Wetnotes der Hersteller Heltzian und OMS oder anderen vergleichbaren Herstellern, die bereits eine feste Schlaufe in ihren Wetnotes eingearbeitet haben. Hierzu steckt ihr einfach die Schlaufe durch das Auge des Karabiners. Dann führt ihr den Karabiner durch die Schlaufe und zieht den Karabiner nach oben. Das Ganze festziehen und schon ist der Karabiner sicher mit den Wetnotes verbunden. Ihr könnt ihn nun bequem in die Beintasche oder in die Belt Pocket stecken. Etwas aufwendiger ist die Montage des Karabiners bei Wetnotes zum Beispiel des Herstellers Dearzone. Diese Wetnotes sind sehr schlank und auf das Wesentliche reduziert hergestellt, sodass auch standardmäßig auf die Montage eines Bungees verzichtet wurde. Ihr habt hier die Möglichkeit, nach euren Wünschen die Montage eines Karabiners durchzuführen. Wir zeigen euch zwei Varianten, die sich sehr ähneln, aber die praktikabelsten sind. Die Wetnotes sind mit einer kleinen Lasche ausgestattet, die als Basis für die Montage dienen können. Hier könnt ihr ein Bungee mit 4 mm durchstecken, einen Karabiner dazwischen setzen und oben mit einem einfachen Überhandknoten verknoten. So ist der Karabiner eingeknotet und kann nicht verloren gehen. Eine andere Variante und aus meiner Sicht die schönere Variante, weil du flexibler bist, ist im Prinzip ein Nachbau des Heltzian-Systems. Hierzu führt ihr wieder das Bungee durch die Schlaufe der Wetnotes und verbindet aber nun gleich die beiden Enden zusammen, wieder ein einfacher Überhandknoten. Wichtig ist bei beiden Varianten, dass ihr den Knoten ganz fest zieht. Durch das Material des Bungees verhakt es sich ineinander und wenn ihr das richtig fest zieht, ist der Knoten einmal so festgezogen, ist das Ganze sehr stabil und der Knoten öffnet sich nicht. Nun schneidet ihr die Enden ab. Und habt im Prinzip die gleiche Leine, das gleiche Gummiband, wie es auch bei Heltzian ist. Nun steckt ihr hier wieder den Karabiner durch die Schlaufe, den Karabiner noch einmal zurück und zieht das Ganze fest. Und nun haben wir hier die gleiche Verbindung, wie es auch bei den Heltzian-Wetnotes der Fall ist. Damit das Material hier unten nicht zu ausfranst, könnt ihr es einfach mit einem Feuerzeug etwas abschmelzen und schon sind die Enden ordentlich. Als zusätzliche Sicherheit könnt ihr auch über den Knoten noch einmal kurz mit dem Feuerzeug drüber gehen, damit sich das Ganze etwas verschmilzt und damit hält der Knoten bombenfest und kann sich nicht von alleine öffnen. Einfacher wäre natürlich die Montage oder die Sicherung der Wetnotes in der Beintasche mit einem Doppelender. Der Doppelender wird einfach in die Schlaufe eingesetzt. Dies hat aber den Nachteil, dass euch unter Umständen der Doppelender aus dem Bungee herausspringen kann und eure Wetnotes nicht 100% sicher sind.
Mit einer festen Verbindung, wie wir es euch hier gezeigt haben, kann das nicht passieren. Deshalb ist es auf jeden Fall zu empfehlen, die Wetnauts mit einem Karabiner und nicht mit einem Doppelender zu sichern. Für mehr Tipps und Informationen rund ums Tauchen abonniert doch einfach unseren Kanal. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt uns etwas in das Kommentarfeld. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Dive Support.